Straße, hoffentlich hast du einen Chauffeur dabei. Ja, wie kann ich meine Gedanken desinfizieren? Wie kriege ich meine Gedanken dahin, wo ich sie haben will, wenn auch im Außen, hallo Ariane, wenn sich jetzt im Außen alles irgendwie so zeigt, als wäre ich eingesperrt, als wäre ich machtlos? Und was ich heute Morgen auch noch drüber gedacht habe, ist es denn nicht spannend? Wir kämpfen die ganze Zeit für unsere Freiheit. Ah, wolkig. Ja, wir kämpfen die ganze Zeit für unsere Freiheit. Aber jetzt haben wir eigentlich ziemliche Freiheit im Moment. Alle Strukturen lassen uns los. Ja, wir sind so richtig wie so losgelassen. Klar, die einen mehr, die anderen weniger. Und jetzt müssen wir uns alternative Strukturen aufbauen, neue Strukturen, vor allem die, die die Kinder jetzt zu Hause haben, die sind vor riesengroßen Herausforderungen, weil sie das nicht gewöhnt sind, oder? Wir sind so in unserem Trott drin, und wenn man uns diesen Trott von jetzt auf nachher nimmt und es ist nichts mehr da, woran wir uns orientieren können, dann kriegen wir es mit der Angst zu tun. Und das ist genau das, was jetzt im Moment passiert, oder? Es ist nicht nur, hallo, guten Morgen, Ursula. Es ist ja nicht nur die Angst vor diesem Virus, sondern es ist die Angst definitiv vom Unbekannten. Was, Katrin? Mein Mann sagt, er fühlt sich Sack an, was? Wie Weihnachten zwischen den Jahren. Ja, eben genau, das ist so eine Wartehaltung, bis alles wieder normal läuft. Und dann seht ihr schon mal, wie abhängig wir davon sind. Hallo, von diesem Normallaufen oder von diesem Gefühl, dass alles normal läuft. Wenn alles so läuft, wie wir das kennen, dann fühlen wir uns sicher, dann fühlen wir uns wohl. Aber das ist ja genau das, was wir jetzt lernen dürfen, was uns zur Verfügung gestellt wird, uns wohl zu fühlen, wenn es kein Normal mehr gibt. Also wenn dieses Normal, das wir kennen, nicht mehr das Normal ist, an dem wir uns festhalten können, sondern dass jetzt ein neues Normal für uns eintritt, in dem wir wirklich in unsere Schöpferkraft treten. Und das ist der Moment, wo wir in unsere Power gehen müssen. Wirklich. Und ich habe vorher noch, das wollte ich euch noch mitgeben, ich habe vorher noch was gelesen im Internet, da kommen ja so schöne Posts. Also auf Facebook hat eine geschrieben: Kümmere dich um deinen Körper, es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Das ist scheint ein Zitat von einem gewissen Jim Rohn. So, und jetzt will ich dem widersprechen, weil alle sind so, ah, oh, Körper, Körper. Das geht ja nur darum, dass unser Körper scheinbar in Gefahr ist, weil da ein Virus lauert, der uns und unsere Liebsten dahinraffen könnte. Ja? Also wir sind so komplett durch die Angst gesteuert, die Angst, dass unserem Körper etwas zustoßen könnte. Das ist ja das, was diesen ganzen Rausch auslöst. Das Bewusstsein, die Vorstellung, die Denke, dass unserem Körper etwas zustoßen kann. Wenn ich da aber jetzt mal rausgehe und wirklich reingehe und sage, gut, was ist denn wirklich wahr? Was bringt den Körper zum Leben? Was ist die Quelle des Lebens? Was produziert die Lebensenergie für unseren Körper, dass sie überhaupt überlebt per se? Das ist ja das Herz, ja? Und dieses Herz steht ja analog für einen Geist, für eine Energie, für etwas Spirituelles, für das reine Bewusstsein, für all das, was leer ist, was keine Gründe hat, was keinen Ort hat und was keinen Raum hat, weil wir wissen bis heute noch nicht, wie es tatsächlich letztendlich dazu kommt, dass dieses Herz dauernd schlägt. Wir haben 100.000 Theorien, die dieses schlagende Herz beeinträchtigen kann, die
quasi Gefahr laufen kann oder Gefahr bringen kann, dass dieses Herz so schlägt. Da haben wir 100.000 Vorstellungen, wovor wir uns schützen müssen, dass unser Herz so schlägt, wie es schlägt. Aber wieso schlägt es denn überhaupt? Wieso schlägt es denn überhaupt im Ursprung? Wo kommt denn dieser ganze Ursprung her? Und ich finde, das ist einfach wichtig, dass wir für uns selber da eine Klarheit haben. Ich will euch nicht meine Klarheit überstülpen. Ich sage nur, was für mich eigentlich sonnenklar ist, dass das Herz das Repräsentative unserer Schöpferkraft ist. Und repräsentativ in diesem Sinne, auch wenn man sagt, ja, denk aus dem Herz heraus. Dann sage ich, ja, wie soll ich aus dem Herz herausdenken? Ja, okay, ich denke aus der Liebe heraus. Ja, wie soll ich aus der Liebe herausdenken? Ja, aus der Begeisterung, aus der Schönheit heraus, aus der Grenzenlosigkeit heraus, aus der Fülle heraus, aus der beurteilungsfreien Qualität heraus, aus der zarten Qualität, aus der Dankbarkeit heraus für mein Leben, aus der Freude heraus für mein Leben. Wenn ich aus so einem Mindset, ja, aus so einem Bewusstsein heraus denke, dann denke ich offensichtlich aus dem Herz heraus. Und wenn ich aus dem Herz heraus denke, dann stelle ich sicher, dass die Kraft, die meinen Körper ungefragt am Leben hält, schön arbeiten kann. Ich erschaffe diesen Raum, diese Qualität für mein Herz, um frei arbeiten zu können. Und dazu brauche ich eben keine Gedanken. Ja? Ich muss hier nur den Platz schaffen, diesen reinen Platz. Mein Herz ist rein, darf niemand hinein, habe ich früher immer mit meiner Großmutter gebetet. Und jetzt weiß ich, was es bedeutet. Oder da hat es keine Vorurteile, da hat es nichts Böses, da darf niemand irgendwie sein Regiment einbauen, sondern mein Herz ist tatsächlich mit aller Liebe, aller Klarheit, aller Wahrheit versorgt. Und mein Job ist, dass ich hier schaue, dass hier das Leben funktioniert, dass das Leben, dass ich ein Ambiente habe für mein Herz, dass es mich am Leben halten kann, dass es meinen Körper am Leben halten kann. Und wenn dieses Ambiente so felsenfest ist und nicht mit irgendwelchen Überzeugungen von Angriff, von Tod, von Krankheit vermüllt werden kann, wenn ich das nicht zulasse, weil ich ganz genau weiß, wie das Leben funktioniert. Nicht, dass ich irgendein Immunsystem aufbauen muss mit Vitamin C allein und was weiß ich nicht was und bla bla bla, sondern mein Immunsystem ist das Ambiente, das ich baue für mein Herz, dass es arbeiten kann, dass es leben kann, dass es wachsen kann, dass es dieses Ambiente hat, um schön zu funktionieren, in Freiheit, in Entspannung, in Liebe, in Vertrauen. Weil dieses Ambiente braucht mein Herz, also mein Lebensmotor, damit es arbeiten kann. Und da kann nichts reinkommen, kein Virus, kein gar nichts, wenn ich nicht dieses Ambiente versaue mit, oh mein Gott, dieser Virus, der bringt mich noch um, der bringt meine Familie um, mein Körper ist in Gefahr, wir sind überhaupt in Gefahr. Irgendein Virus kann mich angreifen, irgendein Mensch kann mich angreifen, irgendeine Situation kann mich angreifen. Wenn ich all diese Gedanken aus meinem Ambiente draußen halte und wirklich aus der Wahrheit herauslebe, weil ich weiß, hier geht es darum, meinen Geist oder mein Herz, nenn es Gott in deinem Herzen, nenn es das Universum, auf jeden Fall die Qualität der Schöpferenergie ist immer hochschwingend, immer auf höchstem Niveau. Die Qualität des reinen Bewusstseins, dessen, was du bist und was dich schützt und aus welcher Power du heraus dein Leben kreierst und alles materialisieren kannst, was du möchtest, ist eben diese reine Power.
Und das ist das Einzige, worum du dich kümmern solltest. Und dieses Ambiente darfst du eben nicht verschmutzen lassen durch Menschen, die eben noch aus dem Ego herausdenken, aus dem Körperbewusstsein herausdenken. Sie meinen, sie müssen den Körper schützen. Hallo Christian. Den Körper schützen, statt ihren Geist zu schützen, statt ihr Herz zu schützen, statt ihre Schöpferkraft zu schützen in dem Sinne, dass sie es nicht vermüllen, sondern dass sie es nähren aus ihrer unendlichen Kraft der eigenen Vorstellung. Weil letztendlich kommt alles aus unserer eigenen Vorstellung. Ob wir uns verbinden mit dieser Schöpferkraft, mit der wahren Power, oder ob wir uns trennen. Und alle Gedanken, die dich trennen von deiner Kraft, von deiner Wahrheit, von deiner Power, sie fühlen sich nicht gut an, die sind beängstigend. Die sagen dir, du bist in Not, die sagen dir, du bist in Panik oder was auch immer. Du musst Panik haben, weil dein Sein in Gefahr ist. Aber genau diese Vorstellung kannst du nicht mittragen, wenn du weißt, dass dein Sein durch dein Herz, durch deine Herzenergie, durch deine Herzfrequenz geschützt ist. Und das ist eben genau diese von Dr. Joe Dispenza gemeinte Herz-Hirn-Kohärenz. Wenn du nimmst das Hirn, das sind diese Gedanken, die körperbezogenen Gedanken, die angstbezogenen Gedanken, dass dein Körper irgendwie kaputt oder in Gefahr ist. Gleichzeitig mit der Überzeugung des Herzens, das einfach weiß, dass der Geist, dass die Energie, dass der Spirit das richtige Ambiente braucht, um dein Überleben zu schützen. Und wenn du das kohärent kriegst mit den richtigen Gedanken, die dir immer wieder sagen, hey, ich bin ein spirituelles Wesen, ich kultiviere die Energie für meinen Lebensmotor, wie auch immer du das für dich nennst, ja, das sind jetzt meine Bilder, aber letztendlich kommt es darauf an, dass du für dich Klarheit hast, wo deine wahre Power ist, dass du für dich Klarheit hast, wie funktioniert die Welt und was ist draußen und was ist drinnen und wie kann ich draußen so schön machen, dass es mir gefällt, wenn ich hinschaue, indem ich drinnen arbeite und indem ich draußen wirklich die reine Idee der Schönheit, der Liebe, von mir aus die Idee Gottes, für mich ist es, ich habe für mich das Gottwort total bereinigt, ich habe da keine Bibel mehr drin, ich habe da nur reine Wahrheit drin, als liebende Idee meiner selbst, ja, Gott als mein Schöpfer heißt, dass ich eine liebende Idee bin und nicht eine panische Idee, sondern eine Idee des Vertrauens und dass ich hier bin, mein Herz kultiviere und gleichzeitig aus diesem heraus schöpfe. Das ist meine Idee für mein Sein und das ist mein Job und es ist meine Aufgabe, dieses Ambiente zu halten, zu kultivieren und zu bringen und damit Schönheit, Fülle, eben die Idee, die Gott hatte, als er erschöpfte, das Gute und nicht die Angst zu erschaffen. Und wir sind jetzt hier, um das zu verstehen und zwar so felsenfest für uns zu verstehen, dass wir die Welt damit infiltrieren, dass wir wissen, wer wir wirklich sind und dass wir absolut sicher und geschützt sind, dass unser Körper so sicher und geschützt ist, wenn er seine Lebensenergie bekommt, die höchst schwingend ist. Und dass wir rausgehen können, und ich sag's jetzt mal krass, ihr kennt mich, Menschen abknutschen können, die mit Viren infiziert sind und freudig davonlaufen und gleichzeitig der Virusinfizierte plötzlich kein Virus mehr hat, scheinbar, weil es ja eh nur eine Kreation der Angst ist. So weit gehe ich. Und ich bin mir sicher, Dr. Joe Dispenza geht genauso weit. Und jetzt sind uns halt einerseits im Außen endlich die Hände gebunden, sodass wir Zeit haben, uns auf innen zu fokussieren und da Reinheit und Klarheit zu erschaffen. Und dass wir uns die Zeit dafür nehmen können, diese Klarheit für uns so in unser Hirn einzufiltrieren, dass es nicht mehr aus der Perspektive und Paradigmen der Angst funktionieren muss, sondern dass es da sitzen kann und
wow, offen schlagen und das Leben lieben kann. Und damit, wenn wir das alle machen, ich verspreche es euch, wir haben nachher Zutritt zum Paradies, wenn diese Transformationsphase vorbei ist. Und wir können uns aufs Paradies vorbereiten. Und wir können hier anfangen zu schöpfen und zu schaffen und zu überlegen, wie will ich mein Leben haben? Was ist mir wichtig? Weil ich kann ja alles haben. Aber diesen Mindset, den darfst du für dich nageln. Wirklich. Und aus diesem Mindset herausleben. Und dann bist du sicher. In einem Krankenhaus mit 100.000 Infizierten, es passiert dir nichts, aber du musst stark in deinem Wissen leben, stark in deiner Klarheit und in deiner Wahrheit leben, richtig stark. Und wenn außenrum die Panik ausbricht, musst du noch stärker werden. Und wir haben die Möglichkeit jetzt über Social Media, alles sind online und es werden Posts gemacht, es werden Posts geschrieben. Aber ich sage, traut euch, Live-Videos zu machen. Traut euch, der Welt zu zeigen, in eurer Wahrheit, in eurer Stärke. Genau. Und jeder Einzelne, der jetzt aus dieser Stärke, aus der Klarheit, aus der Wahrheit, aus der Sicherheit demonstriert und dokumentiert, der macht seinen Job, für den er hier ist. Als Kind Gottes, als Idee Gottes, als göttliche Idee, als göttliche Intelligenz, Idee der göttlichen Intelligenz. Ja, und jetzt kannst du deinen Job machen. Und dafür sind wir alle hier. Wir haben alle die gleiche Berufung. Wir dürfen sie auf unsere eigene individuelle Art und Weise ausleben, bringen, präsentieren. Das ist ja das Schöne, das macht die Vielfalt des Schönen. Und wenn ihr das für euch nagelt, dann seid ihr verbunden mit der Energie der Wahrheit. Und da wirklich Routine reinzubringen und mehrmals am Tag dich in diese Klarheit zu bringen, weil diese Klarheit, die nimmt sofort alle Filter raus, verbindet dich mit dem höchsten Bewusstsein, mit der allerhöchsten Energie. Und dann kannst du eine Energiearbeit machen. Das ist das, was ich immer im Divine Healing Power mache. Wenn du dich komplett verbindest mit allen Informationen, mit aller Fülle, mit aller Wahrheit, die da ist. Und die spürst, wie du wirklich aufgenommen, aufgesogen, ich sage ja Immersion, in dieser Wahrheit, in dieser Energie der Wahrheit lebst. Und sobald du die Augen zumachst, ist es so einfach, das zu spüren. Und weil es so einfach, das zu spüren ist, kann es nicht sein, dass die Augen dich von dieser Erfahrung trennen, sondern du musst die Augen trainieren, dass sie dich mit dieser Erfahrung verbinden, mit der Erfahrung der Liebe, die überall herrscht, mit der Unterstützung fürs Gute, und zwar nur einfach, weil das unsere Natur ist und nicht, weil wir was bewirken wollen oder weil wir irgendwas demonstrieren wollen, sondern weil es das ist, was wir sind. Und da möchte ich euch wirklich nochmal anregen, kriegt es klar für euch, weil wenn ihr aus dieser Klarheit euer ganzes Leben aufbaut, sei es euer Familienleben, sei es euer Business, sei es eure Partnerschaft, sei es die größten Visionen, die können aus dieser Klarheit heraus entstehen. Und jetzt ist der Moment, wo du daran arbeiten kannst. Jetzt ist der Moment, wo du dich komplett neu kalibrieren kannst. Jetzt ist der Moment, wo du ein komplett neues Selbstverständnis für dich, für dein Leben, für dich in deinem Umfeld, für dich in deinem Business, für dich in deiner Partnerschaft kreieren kannst. Jetzt ist echt der Moment, den du hundertprozentig nützen kannst und du hast nichts abzuwickeln. Du hast echt Zeit. Du hast Zeit für all diese Dinge. Du kannst schreiben, du kannst meditieren, du kannst dir Klarheit verschaffen. Lies Bücher, füttere deinen Geist mit reinen Gedanken und Überzeugungen. Transformiere jegliche Angst
die es nicht gibt. Diese Angst ist ein Phantom, vor dem du Angst hast unter dem Bett. Und erst wenn du dich von keinem Phantom mehr manipulieren lässt, dann bist du voll in deiner Power. Und dann kannst du bewirken, bewirken, bewirken. Und da sage ich euch, macht euch echt an die Arbeit. Es ist jetzt der Moment da. Ja, also, das ist das, was ich sagen wollte. Viele von euch haben schon Energiepraxis. Macht es, aber macht es aus einer Bedingungslosigkeit heraus. Macht es nicht um das zu verändern, um das zu bewirken, sondern macht es um zu die Wahrheit rauszugeben, um zu dominieren, in Sicherheit, in Wahrheit und in Freude zu dominieren, nicht um irgendetwas zu erreichen. Das, was du erreichen willst, ist eine automatische Konsequenz dessen, wenn du diesen Seinszustand kultivierst. Und es gibt so viele Tools, aber nütze sie nicht, um zu etwas zu erreichen, sondern nütze sie, um zu deinen Seinszustand klar und fest zu kriegen. Klar und fest. Das ist es, um was es jetzt in erster Linie geht. Und das willst du nicht, dass das aufhört, dass das aufhört, dass die Menschen keine Angst mehr haben. Du machst es nicht, um etwas zu bewirken, sondern du machst es, damit aus deinem Seinszustand das entstehen kann, was du dir wünschst und was die Wahrheit ist, in Fülle, in Liebe, in Begeisterung, in Dankbarkeit. Und das ist auch nochmal was ganz Wichtiges. Sei nicht dankbar, weil das Leben dich so beschenkt hat und weil es da ist, dass du das hast und weil du das hast und weil du das hast. Sei dankbar dafür, dass du deinen Seinszustand erheben darfst. Sei dankbar, dass du hier bist, um einen Beitrag zu leisten, um den Seinszustand unseres Kollektiv zu erhöhen. Freue dich und sei dankbar, dass du die Möglichkeiten, die du hast, diese Fülle ins Leben zu bringen, sei dankbar dafür, aber nicht dankbar, dass das gut geklappt hat, dass das gut geklappt hat, das gut geklappt hat. Klar kannst du dafür dankbar sein und dich freuen, aber es geht nicht darum, auch hier wieder dankbar sein, um zu. Ich mache jetzt Dankbarkeit, weil Dankbarkeit zieht ja noch mehr von den guten Sachen an und ich brauche die guten Sachen, damit ich mich gut fühle. Deswegen bin ich dankbar. Falsche Richtung. Innen fängt an, bedingungslos, nicht weil, um zu, sondern weil ich das bin und weil ich das erkenne. Und weil ich aus diesem Seinszustand heraus die Welt kreiere, mein Leben kreiere und das ist es, worauf es ankommt. Und das ist Gedankenhygiene, das ist eine Klarheit für dich zu schaffen, wie du das siehst. Und solange du dich irgendwie noch krank oder im Körper angegriffen fühlst oder angegriffen werden kannst oder irgendeine Ursache suchst, die Ursache übrigens, habe ich auch mal einen Post noch gemacht, gefragt, suchst du die Ursache deiner Krankheit? Die Ursache ist immer dieselbe. Die Ursache ist die Trennung, die Ursache ist die Disharmonie deiner Gedanken und deiner Vorstellung. Das ist immer die Ursache und Disharmonie, Disharmonie entsteht, wenn du eben in Angst denkst und in Körperbewusstsein denkst, ja. Und das ist wirklich das, was falsch ist, was einfach nicht stimmt und was nicht die Wahrheit ist. Ja, und wer jetzt hier noch zuhören möchte, wie ich das mache, der kann gerne bleiben. Und zwar, ich mache es immer für mich, immer am Morgen. Ich arbeite die ganze Zeit an meiner Klarheit. Dann arbeite ich mit meinen Mastermind-Frauen Magic Mind. Da war diese Woche am Mittwoch war der erste Call und da geht es wirklich genau um das, was ich jetzt gesprochen habe, um das für dich klar zu kriegen, um aus dieser Power und Kraft deinen Seinszustand ganz klar und fest zu kriegen, dass du dir niemals mehr erlauben musst, Angst zu haben oder dich zu verstecken oder irgendwie glauben, dass es nicht gut an dir ist. Und aus diesem Magic Mind heraus
kannst du dann eben dein Leben kreieren, dann kannst du dein unendliches Business, deinen unendlichen Reichtum, deine unendlich glückliche Beziehung kreieren. Aber du kannst es nicht machen, wenn du nicht diesen Magic Mind, diesen Zustand, von dem ich gerade vorher gesprochen habe, für dich nagelst. Und in diesem Mastermind begleite ich die Frauen, die dann nachher als Output wirklich ihre Seele, ihr Innerstes im Geld verwandeln dürfen, weil die Energie des Geldes, also die Materialität des Geldes ist ja nur ein Pendant der Energie deines Zustandes. Es ist nie was etwas anderes. Und da diese Sicherheit zu kriegen und dir daraus zu erlauben, das lernst du in Magic Mind. Und wenn du noch dabei sein willst, kannst du noch dabei sein. Du kannst die Aufzeichnung vom Call am Mittwoch anhören und du kannst am nächsten Mittwoch um 19 Uhr live dabei sein und diese Zeit der Transformation, Kontemplation nutzen, um absolut gestärkt daraus zu gehen und für dein Leben aus dir heraus zu kreieren. Kannst dabei sein, kannst mir schreiben. Du kannst My Magic Online-Kurs von mir haben. Den kannst du auf meiner Homepage kaufen, den kannst du durchmachen. Es sind 33 Videos, die du für dich selber, wo ich auch nochmal klar anleite, wie du in dieses Gottbewusstsein sozusagen, in dieses, ich nenne es liebende Perfektion, weil dieses Gottwort ja oftmals noch schlecht besetzt ist, nenne ich es liebende Perfektion, dass du in dieses Bewusstsein reinkommst, dass du eine liebende Perfektion bist, weil du die Vorstellung einer liebenden Perfektion bist hier auf Erden. Danke, Susanne. Das kannst du machen. Und dann kannst du immer noch, ich gebe dir jetzt nochmal diese Divine Healing Power Immersionen an, zu dem Spezialpreis, solange ich sie machen kann, je nachdem, wie viele Buchungen ich habe. Zweimal 30 Minuten steht dort. Meistens werden es zweimal 60 Minuten, weil da so viel rauskommt. Ich habe gestern wieder eine gemacht. Wir haben so eine Energie zusammen kreiert. Nachher haben wir gesagt, wow, dieses Live, das wir jetzt zusammen kreiert haben in dieser Divine Healing Immersion, das ist sicher eine Million wert, eine Million Euro. Es war so ein kraftvolles Powerpaket, was wir da rauschanneln durften. Und das ist wirklich ich mit der anderen Person, diese Wahrheit der Power verbindet sich in Worte und in Klarheit. Und diese Divine Healing Emissionen, die werden auch aufgezeichnet und sind wirklich ein Ausblick daraus, dass wenn du deine ganze Angst und deine Einschränkungen und deine Bedingungen ablegst, mit was für einer Power du wirklich dein Herz, deine Aufgabe, deine Liebe in die Welt bringen kannst. Und das ist so, so gigantisch. Ihr habt diese Videos gesehen, die gestern gepostet worden sind in der Gruppe. Ich möchte euch anregen, tut das. Ich will jetzt niemanden bevorteilen, aber jetzt zum Beispiel die Anja, die ist auch bei mir im Coaching und sie hat zum ersten Mal dieses Live gemacht. Sie ist eine super tolle Businessfrau. Sie hat so viel drauf und hat das erste Live gemacht und hat sich so befreit gefühlt, hat sich so glücklich gefühlt, dass sie endlich ihre Wahrheit sich getraut hat zu sprechen und zu zeigen, hey, hier bin ich, hier stehe ich dafür, muss mich nicht verstecken. Und das, wenn du dir solche Sachen traust und wirklich komplett dich selbst zu sein, alles von dir zu zeigen, weil du weißt, hey, ich bin liebende Perfektion, es gibt nichts zu verstecken, dann kommst du in so eine geile Energie und nütze das jetzt für dich und deine Family, für dich und dein Business, für dich und deine Kinder. Also das ist das, was ich im Moment anmelde, diese drei Sachen. Falls du dich für irgendetwas interessierst und sagst, ja, ich bin eigentlich voll dabei, ich möchte jetzt diese Zeit nützen, um meine Zukunft aufzubauen nach meinen Regeln und auch danach, dass ich selbst sein kann, dass ich alles von mir zeige und dass, wenn ich alles von mir zeige, dass ich auch vom Leben, von der Göttlichkeit, von was auch immer belohnt werde, in dem gleichen Ausmaß, wie ich alles von mir zeige. Und das ist so, das ist
das ist Energie, das ist Quantenphysik. Wenn du zurückhältst, hält das Leben zurück. Also halte nichts von dir zurück. Zeig deine Power, zeig deine Schönheit, zeig deine Wahrheit. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du diesen anderen Denkbullshit, den die meisten Menschen tragen, mitgeben und weitergeben, nicht multiplizierst. Weder für dich im Inneren noch in deinen Worten. Danke, Miribel, danke, Susanne. Also, wirklich, ich tue das auf YouTube auch, das Video, wenn ihr das teilen möchtet und andere Leute inspirieren möchtet mit meinem Video, könnt ihr das gerne machen. Ich poste es dann auch in der Gruppe. Ihr könnt eure eigenen Videos machen. Wir brauchen das, dass wir diese Wahrheit von uns zeigen. Diese ganze Lügengeschichten, Angstgeschichten, die Panikmache, die haben wir genug. Wir dürfen jetzt diesen Gegenpol bilden und aufbauen, größer, 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 bis die Waage sich verändert. Und das heißt nicht, wir müssen gegen etwas sein, wir müssen auch nicht die Leute verurteilen, die Angst haben, wir müssen auch nicht irgendwelche Kampagnen schüren. Wir können uns zusammen finden, logisch, aber es gibt keine Zeit, es gibt keinen Raum und es gibt keinen Ort. Ja? Wenn ihr diese drei Sachen zusammennimmt, dann ist es egal, wann wer in diese Kraft geht. Ja? Weil diese Kraft wird sozusagen in das reine kollektive Bewusstsein, in das Feld der unbegrenzten Möglichkeit, mit was für Beschreibungen, Worten, Definitionen ihr arbeiten wollt, diese Kraft wird da eingespeist und je mehr sie von jedem Einzelnen eingespeist wird, egal wann, egal wo, hat sie die Power. Die geht nicht verloren, bloß weil wir jetzt nicht hier alle am gleichen Ort zusammen mit der gleichen Intention sind. Ich glaube das nicht, weil klar, es gibt die Power of Eight und so weiter und so fort, aber das ist nur, weil es unser Körper dann so in diesem Moment fühlt, ja. Aber wenn wir wissen, dass wir nicht unser Körper sind, sondern wir wissen, dass wir unser Geist sind, dass wir Energie sind, energetische Wesen ohne Zeitraum und Ort, dann können wir immer liefern, ja? Immer reinliefern, immer reinliefern, immer reinliefern. Dann brauchen wir nicht irgendwie Leute, die das zur gleichen Zeit machen, mit der gleichen Intention. Ist gut, aber wenn es wirklich stimmt, was Dr. Joe Dispenza auch sagt, was die Quantenphysik auch sagt, kein Zeit, kein Ort, kein Raum, kein Zeit, kein Ort, kein Raum, also kein Objekt, genauso, dann ist es egal, ja, wann du es machst, Hauptsache du machst es, und zwar so oft wie möglich und am besten immer, und am besten bist du immer in einer hohen Energie und holst dich immer wieder hoch und arbeitest daran, und das bringt die Heilung, ja. Also mach dich nicht abhängig davon, dass du einer Gruppe beitreten musst, dass du, kannst du alles machen, ist alles super, aber sag nicht, es geht nur, ich kann nicht, weil jetzt habe ich, weiß ich nicht, mit wem ich es machen soll. Alleine kannst du alles machen, wenn du wirklich weißt, es ist egal, weil Zeit ist nichts, Ort ist nichts, macht nichts, ich mache es, es geht darum, dass ich es mache. Ja? Also ihr Lieben, ich freue mich, wenn ihr euch meldet, wenn ich für euch da sein kann. Und jeder von euch selber wieder darf jetzt endlich in seinen Power gehen und Leuchtturm sein. Und Wort kreiert, Wort ist Energie, Gedanken ist Energie. Und es muss nicht sich auf eine bestimmte von dir, wie du dir vorstellst, Art und Weise sich in deinem Körper anfühlen. Sag nicht, ja, das ist nur da, wenn es sich so und so anfühlt. Es ist immer da. Du kannst es immer generieren. Mach dich von nichts abhängig. Ja? Es ist nicht, du brauchst keine irgendwelche speziellen Sensationen in deinem Körper haben, um diese Power rauszulassen, sondern du brauchst eine Entscheidung, du brauchst eine Intention und du musst präsent sein dafür. That's it. Es ist eigentlich ganz einfach. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und wir nützen das und bringen eine ganz, ganz wunderbare Welt in Fahrt. Bin ich mir ganz sicher. Tschüss!